Ja, Leute, wir können mal wieder einen auf Pessimist machen. Corona aufs Neue, wieder keine Freunde, Lockdown light. Nö. But... Für die Serienwelt hat die ganze Corona-Pandemie auch irgendwie etwas Positives. Vor allem für die vierte Staffel von Stranger Things. Warum genau? Alles nach dem Intro. Man muss kein Filmexperte sein, um zu sehen, dass es für das Kino momentan generell sehr schlecht aussieht. Das Problem ist hierbei vor allem die Verschiebung der Filme, bedingt durch... Naja, ihr wisst schon was. Bräh. Aber nicht nur das Kino muss einige Sachen verschieben. Auch Netflix ist natürlich ganz vorne dabei. Doch Leute, gehen wir mal in die Perspektive der Filmemacher. Stellt euch mal vor, ihr müsst auf Druck eine Serie oder einen Film raushauen, sodass alle pünktlich euer Werk ansehen können. Das macht natürlich Stress und beeinträchtigt dadurch auch sehr die Qualität der Serie. Falsche Serie. Wo war ich? Bei der Serienqualität. Qualität, die verloren ging. Doch bei Stranger Things 4 ist das dank der Corona-Pandemie anders. Die vierte Staffel von Stranger Things wird nämlich vermutlich Ende des Jahres 2021 herauskommen und somit fast ein Jahr verschoben werden. Natürlich ist das im ersten Augenblick erstmal kacke zu hören. Allerdings muss man mal überlegen, dass die Duffer Brothers bei den vorherigen Staffeln mit den Dreharbeiten quasi immer schon begonnen haben, ohne das Drehbuch überhaupt fertig geschrieben zu haben. Das Ganze ändert sich jetzt natürlich schlagartig und lässt den Duffer Brothers nochmal extrem viel Zeit, um das Drehbuch und somit die Story der Serie zu perfektionieren. Und genau aus dem Grund wird wahrscheinlich die vierte Staffel von Stranger Things dann eben nochmal qualitativ viel besser. Und ich denke, genau so müssen wir jetzt vor allen Dingen beim Film für die Corona-Pandemie denken. Natürlich müssen wir irgendwie schauen, dass wir das ganze Problem mit dem Kino in den Griff bekommen. Aber erstmal, um ein positives Bild für die Verschiebung der Filme und Serien zu haben, kann man das doch schon mal nehmen. Nicht nur wir warten länger auf die Filme und Serien, sondern auch die Filmemacher haben mehr Zeit für ihre Serien. Und das ist doch gerade für die Qualität und die Frage am Ende, fand ich die Serie jetzt gut? Das Entscheidende, dass die Qualität der Serie über einem Erscheinungsdatum, da muss der Film jetzt rauskommen, steht, ist für mich eine ganz wichtige Sache. Und ich denke, die Corona-Pandemie ermöglicht es den Filmemachern, das Ganze dann auch irgendwie hinzubiegen. So bleibt meine Message wie immer, Leute. Bleibt im Lockdown light und freut euch über die neuen Serien und Filme, die im Jahr 2021 dann wahrscheinlich mit noch einer besseren Qualität auf Netflix oder auch im Kino erscheinen werden. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bleibt gesund und das Wichtigste natürlich, munter bleiben!